Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn. Die Texte des heutigen Sonntags aus der Heiligen Schrift, sie führen uns hinein in das Urdrama der Menschheit. Protagonisten dieses Dramas ist auf der einen Seite Gott, der Schöpfer, der Retter, der Gütige, der Barmherzige, und auf der anderen Seite der Mensch, der sich allzu leicht vom Versucher versuchen und verführen lässt, der sich allzu leicht in seine eigene Welt flüchtet, seines eigenen Glückes Schmied sein möchte und sich von Gott trennt. Und Gott lässt den Menschen nicht allein. Es ist ein Kampf um Gut und Böse. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht irgendein Drama, sondern dieses Drama spielt sich in Ihrem und in meinem Leben genauso ab. Denn auch in unserem Inneren geht es immer darum, den Ruf des guten Gottes zu hören und den Versuchungen, die uns manchmal auch umgeben, zu widerstehen. Es lohnt sich also, ein wenig tiefer in dieses Drama einzusteigen und es zu betrachten. Es hat, wie könnte es anders sein, drei Akte. Der erste Akt dieses Dramas ist die Versuchung. Sündigen macht Spaß. Zumindest im ersten Augenblick, sonst würde keiner sündigen. Und der Mensch lässt sich leicht dazu verführen, ohne an den Kater am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit zu denken. Die katastrophalen Folgen werden ausgeblendet. Schauen wir in das Buch Exodus, was wir eben gehört haben. Da ist Mose auf dem Berg Sinai und empfängt gerade die Bundesurkunde, die Grundlage des Bundes Gottes mit seinem Volk. Und sein Volk fängt an, eine Kuh anzubeten und wendet sich ab. Was ist die Versuchung? Nicht warten, bis endlich dieser Mose aus der Wolke zurückkehrt, sondern etwas Eigenes machen, und zwar sofort, und das anbeten. Ein Gott nach eigener Vorstellung. Und dann, die anderen Völker haben ja auch solche Standbilder, die sie anbeten. Warum sollen wir das nicht auch haben? Und sie erliegen sie der Versuchung. Kardinal Höffner hat immer wieder auch von der Versuchung gesprochen, so sein zu wollen wie die anderen. Und in seiner prägnanten Art sagte er dann gerne: Die Apostel haben gesagt, die Heiden beten andere Götter an, wir dagegen nicht. Die anderen mögen ihre Leibesfrucht verstoßen, wir dagegen nicht. Und die Versuchung von uns, wir auch. Die anderen müssen doch nicht zur Kirche gehen, zum Sonntagsgottesdienst, wir wollen auch nicht gehen. Die anderen müssen doch nicht beichten gehen, wir wollen auch nicht. In den anderen Konfessionen gibt es doch keinen Zölibat, wir wollen ihn auch nicht. Und er mahnt uns zu sagen, wir dagegen, die Versuchung sein zu wollen wie andere. Der verlorene Sohn, er hat eigentlich alles, was er braucht, ein geborgenes Zuhause in Wohlstand und Wohlergehen. Aber irgendwie möchte er jetzt und sofort den Spaß haben, den er sich erträumt, ohne an die Folgen zu denken. Der Versucher arbeitet immer mit der Zeit. Er verspricht uns Glück im Hier und Jetzt. Das Kleingedruckte lässt er uns vergessen. Wie können wir dieser Versuchung entgehen? Respice finem, achte auf das Ende. Wenn wir vor Entscheidungen stehen, fragen wir nicht nach dem Moment, sondern was bedeutet das dauerhaft? Wohin führt denn dieser Weg, den ich beschreite? Und dann, liebe Schwestern und Brüder, gibt es einen kleinen Trick. Wenn wir uns gute Vorsätze nehmen, nehmen wir die uns gerne für morgen. Nicht für heute. Während der Versucher sagt, jetzt und sofort musst du mir zustimmen, drehen wir den Spieß um. Sagen wir dem Versucher, morgen. Und die guten Vorsatz, jetzt. Und die Erfahrung zeigt, dass dann die Versuchung oft sich in Luft auflöst. Also der erste Akt, die Versuchung. Dann der zweite Akt, die Rettung. Gott lässt den Menschen nicht in der Versuchung allein. Und selbst wenn er der Versuchung nachgibt, lässt er den Menschen nicht allein. Er ist bei seinem Volk, und Mose ist es, der die Versöhnung, die Rettung durch Gott vermittelt.
Er tritt vor Gott für sein Volk ein und erinnert Gott an seine Barmherzigkeit, menschlich gesprochen. Aber er tritt auch vor seinem Volk für Gott ein und erinnert an die Untreue des Volkes und die Treue Gottes. Der langjährige Chefredakteur unserer Kirchenzeitung, Erich Läufer, kommentierte einmal zu dieser Stelle aus dem Buch Exodus: Hätte damals Mose auf das Volk gehört, würden wir heute noch ein Kalb anbeten. Ja, es ist Aufgabe auch der Kirche, darauf hinzuweisen, wo ein goldenes Kalb ist, auch wenn das unbeliebt ist. Beten wir, da bitte ich Sie ganz herzlich drum, für alle Glieder der Kirche und besonders auch für die Bischöfe, dass wir auch dieser Sendung gerecht werden und sie annehmen und nicht aus Furcht schweigen, sondern zur Wahrheit stehen. Schauen wir auf den verlorenen Sohn. Er rechnet eigentlich gar nicht damit, dass er wieder in seine Sohneswürde eingesetzt wird. Aber er weiß, irgendwie bei seinem Vater sind die Tagelöhner noch besser dran, und so geht er zurück. Und mit offenen Armen wird er erwartet. Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist groß, aber seine Barmherzigkeit ist noch größer. Vertrauen wir dieser Barmherzigkeit. Gott kennt keine Grenzen in seiner Barmherzigkeit. Ich habe mich dieser Tage ein wenig mit der heiligen Schwester Faustina Kowalska auseinandergesetzt, die in der polnischen Heiligen gestorben 1938 in Krakau. Zu ihr sprach Christus immer wieder und sie schrieb das auf. Und es ist ein Wort Jesu, was mich sehr berührt. Dort sagt er ihr: O, wie sehr mich das Misstrauen einer Seele verletzt. Eine solche Seele bekennt, dass ich heilig und gerecht bin, doch glaubt sie nicht, dass ich die Barmherzigkeit bin. Sie glaubt meiner Güte nicht. Liebe Schwestern und Brüder, vertrauen wir der Barmherzigkeit Gottes. Und nirgendwo ist diese Güte und Barmherzigkeit Gottes so erlebbar wie in der Feier des Bußsakramentes. Lassen wir uns doch von dieser Güte Gottes in den Arm nehmen. Nach der Versuchung die Rettung, noch der dritte Akt, die Versöhnung. Versöhnung ist mehr als Rettung. Es ist ja nicht so, dass der verlorene Sohn jetzt zu Hause irgendwie überlebt hat, sondern er bekommt Ring, Sandalen und Gewand. Er wird in die Sohneswürde wieder eingesetzt. In Versöhnung steckt ja das Wort Sohn. Er wird erhoben. Wenn wir an die Lesung vom Apostel Paulus denken, der Christus verfolgt hat und die Christen, er ein Mörder war, er wird zum Völkerapostel. Christus erhebt ihn und macht ihn zu seinem besonderen Werkzeug. Und darüber jubiliert der Apostel. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir keine Angst vor der Umkehr? Haben wir keine Angst vor der Versöhnung? Gott kann uns groß machen, egal was wir gemacht haben. Schauen wir nach vorne, gehen wir zu ihm, stehen wir auf, immer wieder. Und Gott wird uns so formen, wie er es will. Das ist die göttliche Wendung dieses menschlichen Dramas. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden, so singen wir im Exultet am Osterfest. Es gibt keine verlorenen Seelen auf Erden. Gottes Stärke ist größer als alle menschliche Schwächen. Das Einzige, was wir nötig haben, ist Ehrlichkeit, Umkehr und Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, ja, das sind die wesentlichen Akte dieses Urdramas, was sich in jeder Seele abspielt. Die Versuchung, die Rettung, die Versöhnung. Nehmen wir das Wort des Apostels Paulus an und nehmen wir es mit in den Alltag hinein, der uns zuruft: Wir Apostel sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten euch an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.